Das erste, was wir machen, ist Leligrasts Schmiede. Leligrasts Schmiede zu öffnen. So. Und seine Truhe zu plündern. Kurzbogen, sehr schön. Und dann reden wir mal mit ihm. Ah, yes, very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later. Okay. Bei ihm schauen wir dann also später vorbei, wenn er wieder mitten in der Arbeit ist. Und jetzt steigen wir noch auf. Here, let me see it, so that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. Mhm. Sie hilft uns erst einmal mit der Schärpe. Dankeschön. Und dann lässt sie uns aufsteigen. So, ich würde ja am liebsten gerne Vitalität steigern, aber ich steige erst einmal einen Punkt in Stärke. Damit ich das Schwert benutzen kann, was wir gefunden haben. So. Und zwar kommt jetzt das Skimitar in die linke Hand. Das Langschwert in die rechte. So. Jetzt sehen wir schon mal ein bisschen besser gerüstet aus. Wir können uns zurückmachen in den Wald der Riesen zum Kardinalsturm. Gut. Und hier geht's dann nach unten weiter. Hier sieht man schon, wir sind in einer großen brennenden Halle. Und dort wartet schon eine Feuerhexe auf uns. Beziehungsweise die wartet nicht, die lauert da. Wer auf uns wartet, sind die Jungs hier. Die ganz gut brennen. So. Was hast du für uns? Einen Lebensstein. Aha. Seht ihr, ich sag ja, die kriegt man ziemlich häufig hier. Die Lebenssteine. So. Den da noch ausschalten. Und hier sacken wir die Seele eines verlorenen Untoten ein. Weiter geht's. Hier drüben würde es übrigens noch weitergehen, aber die Tür ist verschlossen. Wie so manche andere Türe hier auch. Deswegen geht es erstmal hier weiter in Richtung Nebelwand. Also zum Beispiel diese Türe hier ist auch verschlossen. Dazu brauchen wir erst den richtigen Schlüssel. Wie man sehen kann, es gibt keinen Generalschlüssel mehr in diesem Teil. Also können wir auch nicht mehr einfach so durch jede Tür durchlatschen. Wir latschen erst einmal hier raus. Und erwarten die beiden Freunde, die jetzt da gleich ankommen werden. Einmal den hier und dort unten müsste auch irgendwo einer noch langlaufen gleich. Ja, komm her. So. Genau, da kommt einer durch die Leiter hochgestiegen. Die schalten wir jetzt erst einmal als erstes aus. Gut. Dann gehen wir hier hoch. Wir werden hoffentlich nicht sofort beschossen. Aua, doch. Und jumpen hier runter. Aua, kriegen direkt eine auf die Nase. Also ja, ich sollte mich nicht mehr zu sehr auf den Sprungangriff verlassen. Heilen wir uns mal mit einem Lebensstein, da der nicht ganz so wichtig ist wie die Flakonladungen. Und gehen hier runter. Aua. Hier ist nämlich erstmal der Bogenschütze. So. Den können wir ganz einfach ausschalten. Der rutscht jetzt auch ganz leicht ins Wasser. So, hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Weil hier ist einmal, sind einmal zwei Bogenschützen und ein Höhlensoldat mit einer Lanze. Den wollen wir jetzt erst einmal versuchen, da wegzulocken. In den toten Winkel der Bogenschützen. Uah. So. Die sind übrigens die garstigsten von denen. Aua, da haben wir jetzt einen Pfeil in den Nacken gekriegt. Autsch, noch schon wieder.
Erstmal hier unten hinstellen und kurz heilen. Bevor wir weitermachen. Nämlich hier hoch. Und hier rüber springen. So, den hier. So. Weg mit dir. Und hier runter. So. Hier könnten wir die Leiter hochklettern. Wollen wir aber erstmal nicht. Wir warten erstmal den Felsen hier ab. Sammeln hier das Menschenbild auf. Gucken kurz in das Loch, was eine Todesfalle ist. Und gehen hier hoch. Hier wartet nämlich erst einmal gar nichts auf uns. Habe ich die Nische verpasst? Hier müsste nämlich noch eine Nische mit irgendwas sein. Ach nee, das haben wir ja gerade aufgesammelt. Ups. Jetzt gehen wir hier hoch und hier haben wir noch einen NPC. Ja, wir werden gerade überhäuft mit denen. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was... a curse? Something about a curse? Also er scheint auch verflucht zu sein. How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Ja, also er kann sich schon gar nicht mehr erinnern, so lang ist er hier und er wühlt im Dreck. I came to this land some time ago. Drangleic, the lost kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Naja, die Villa wird leer sein, also kann sich da ruhig einnisten. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenley. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Na, armer Typ. Were you looking for that map? Wonderful. Then you are fascinated by maps. Just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. So, wir haben den Hausschlüssel zur Villa bekommen von ihm. What a joy to meet a kindred spirit out here. Das ist schon mal sehr wichtig und nützlich. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Mhm. Oh. But one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Ja, beunruhigende Geräusche. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Werden wir sein. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. Ja, wir können gerne über Karten reden. Und jetzt wiederholt er sich. Okay. Dann lassen wir ihn da mal weiter im Dreck wühlen, was auch immer er hofft, da zu finden. Während wir einfach uns weiter auf den Weg machen. Den Weg hier runter. Zurück. Und jetzt nehmen wir die Leiter nach oben. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Weil hier ist, wartet noch ein... Und toter Bogenschütze auf uns. So, genau, du triffst uns nicht, aber wir hauen dich zu Brei. So. Und hier steht Rache. Ja. Sieg. Gut. Hier wieder zurück aufs Dach.
und hier rum jetzt. Weil wir sind noch nicht ganz fertig. Da unten sieht man es nämlich leuchten. Also lassen wir uns mal hier runterfallen. Und sammeln hier noch den Gegenstand ein. Den anderen Gegenstand erreichen wir nur von der anderen Seite. Der kommt allerdings erst später. So. Hier müssen wir dann wieder zurück. Und wieder die Leiter hoch. Kommen wir hier wieder zurück auf den Pfad der Tugend. Genau. Und hauen die nächsten Untoten weg. Upsala. Genau, du. Weg mit dir. Jetzt brauchen wir den Typen da oben normalerweise. Der soll uns nämlich mit Feuerbomben bewerfen. Na komm schon, mach's schon richtig, Kumpel. Naja, toll, jetzt haben wir den Feuerbombenwerfer da oben und den Speerkämpfer hier noch. Also weichen wir erst einmal zurück und lassen den Speerkämpfer näher an uns rankommen. Der übrigens ein Feigling ist. So. Trinken einen Schluck bei der Feuerbombenwerfer. So, da sind wir wieder. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber mein Festplattenspeicher ist vollgelaufen. Dark Souls 2 frisst ziemlich viel bei der Aufnahme, ist mir so aufgefallen. Also ich kann gerade mal vielleicht eine Stunde aufnehmen, wenn es hinhaut. Dieses Mal hat es nicht mal für eine Stunde gereicht. Aber ihr habt zum Glück nicht viel verpasst in der Unterbrechung. Ich habe jetzt wieder etwas Platz geschaffen. Wir machen weiter. Und zwar, ich habe hier oben den Feuerbombenwerfer getötet und hier unten eine Hülle mit Lanze und Schild. Das ist so, glaube ich, das Einzige, was ihr verpasst habt. Oder wahrscheinlich sogar nur den Feuerbombenwerfer, den ich mit mit zwei Wurfmessern getötet habe. So, jetzt will ich aber hier endlich mal die Fässer in die Luft jagen. So, genau. Macht los, badabum. Wieder auf die Estus Flakos. Und jetzt haben wir hier eine neue Abkürzung geschaffen. So, bringen wir dich da noch schnell um. Gut. Wir können uns hier durch die Abkürzung wieder auf den Weg zurück machen. Kurz. Nach Modula. Denn Lenigrast müsste sich jetzt ja ein bisschen ausgerüstet eingelebt haben. Genau. Gut, und bei ihm kaufen wir uns jetzt unsere Waffe. You, stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are... another useless traveler. Sehr nice. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Sehr charmant von ihm. What does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Ja, also. Erst einmal will ich was von ihm kaufen, nämlich einen Speer. Wie gesagt, Silastra ist meine Druidin Weitläuferin gewesen. Und als Druidin habe ich sie gerne mit einem Speer ausgerüstet. Bei ihm könnten wir theoretisch auch Pfeile kaufen. Aber machen wir erst einmal nicht. Wir bräuchten erst einmal noch 100 Seelen, um den Speer zu verstärken. Deswegen benutze ich mal jetzt eine Seele. Ja, 200 Seelen. What? Und damit kann ich jetzt hier den Speer verstärken. Also verstärken geht nur noch über Majula. Hier beim Schmied. So, und ich kann mir für den Rest an Seelen mal 12 Pfeile kaufen. Nicht viel, aber wenigstens etwas. So.
I'll be around. Gut. Dann rüsten wir uns mal kurz um. Hierhin den Speer, hierhin den Bogen und Pfeile. So. Speer zweihändig. Und nun sind wir gerüstet. Gut, jetzt können wir mal kurz zurückgehen und den Speer auch mal ausprobieren. Und dann will ich euch noch schnell etwas zeigen. Dann kommen wir nochmal wieder hierher zurück und kümmern uns um die Villa in Majula. Dafür haben wir ja jetzt den Schlüssel bekommen. Aber erstmal will ich euch den Speer demonstrieren. So, wir können jetzt diese Abkürzung hier nutzen. So, der Feuerbombenwerfer lässt uns erst einmal in Ruhe, zum Glück. So. Man sieht, der Speer ist mächtig. Ich kann so einen Schildträger mit zwei Stichen töten. Und das auf ziemlich schöne, große Reichweite. So, Höhlensoldatenstulpen einsacken. Umschalten und den da mal wegschießen. Oh. Ja, unser Bogen hat noch nicht viel drauf. Deswegen haben wir auch jetzt so viel Pfeile verbraucht. Aua. Aber gut, aufpassen müssen wir trotzdem noch. Die können uns immer noch ordentlich wehtun. Gut. Kurz einen Estus-Flakon eingeworfen. Ich will euch jetzt hier oben mal was zeigen. Und zwar, wenn man hier hochklettert, normalerweise um den Typ zu töten, kommt hier eine riesige Krähe angeflogen und die hat etwas im Gepäck. Und das wirft sie uns direkt vor die Nase. Nämlich den Verfolger. Au. Der ganz schön reinhauen kann. Das ist eigentlich ein Boss. Und den versuchen wir jetzt mal hier uns vorzuknöpfen. Mit seinem leuchtenden Schwert sollten wir uns fernhalten. Genau. Au. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht schaffen. Genau, wir werden sterben. Das ist nämlich eigentlich ein Boss, den wir schon hier besiegen könnten mit einmaligem Versuch. Wenn wir ihn nicht schaffen bei diesem Versuch, müssen wir ihn später auf normalem Wege töten. So, wieder hier zurück. Uns die beiden vorknöpfen. So, du zuerst. Weiter. Für dich benutze ich jetzt mal die Wurfmesser wieder. So. Und dann holen wir uns schnell unsere Seelen zurück. So, dich weg. Und dich erstecken. Gut. Hier hochklettern. Seelenhaufen einsacken. So, hätten wir sogar fast schon wieder genug Seelen für einen Levelaufstieg. Beziehungsweise um den Speer noch ein Stückchen zu verbessern. Ich glaube, das werde ich eher machen. Nö, obwohl ein Levelaufstieg ist gerade wichtiger. Deswegen gehe ich nochmal kurz hier runter. Töte die hier. Die Jungs hier. Um noch ein paar, um noch ihre Seelen abzugreifen, dass ich genug für den Levelaufstieg habe. Schwerer Angriff. Ist übrigens so ein hübscher Rundumschlag. Wow. Speer ist stärker als Schwert. So. Mit dem wir ein bisschen mehr Gegner treffen können. Und dann ein schwerer Stoß nach vorne. So. Zurück nach Majula. Und schnell ein bisschen Lebenspunkte bekommen. So. Da zur Null-Tablet. Bearer of the Sea Lestlin.
Ja, aufsteigen. Ja, genug für ein Vitality. Man sieht 30 mehr Vitalität und Vitalität. Das heißt, wir kriegen ordentlich mehr Lebenspunkte, die wir brauchen werden. So. Als nächstes wollen wir uns dann die Villa hier angucken.